Boom. Ja, ich komme hier gerade zum Ende des Games und das Nice Face hat hier das 1-0 gerade geholt. Nur den letzten Move mitbekommen. Genau, wir sind hier in Singles Top 8, wie man schon sehen kann. Wir spielen alles Best of 5 heute, nicht nur Singles Top 8. Und wir haben einen Upset gesehen, beziehungsweise das ist der zweite gewesen. Squallen hat gegen Safari Wisserin 3-1 gewonnen und ist damit in die Top 8 gekommen. Er war als Dritter geseedet, ist Zweiter geworden und spielt jetzt gegen Niceface, der Erster in seinem Pool geworden ist. Okay, und bisher, ja, Niceface hat das Game geholt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie knapp es geworden ist. Zu dem Matchup kann ich auch wenig sagen. Ich weiß nur, dass Squallen es gerade sehr, sehr schwer hat, von der Edge irgendwie zu kommen. Es sind doch viele, viele... Also es ist sehr hektisch, das Match. Und es sind viele Jumps von der Ledge. Und die kann Link auf jeden Fall gut punishen. Da müsste Squallen auf jeden Fall ein bisschen ruhiger spielen an der Edge und sich für andere Options entscheiden gegen Link. Entweder das besser timen oder eben andere Options oder beides. Okay, wir sehen hier auch schon, Niceface zieht hier den ersten Stock, aber 83% sind für Bowser gar nicht so schlecht. Also Bowser braucht nicht so viel mehr Prozente. Ich denke mal nicht, dass er ihn einfach so offstage bekommt, aber vielleicht an der Edge. Und genau so kann er auf jeden Fall auch mit Patience ans Ziel kommen. Viele Attacken gibt es da nicht, die nicht killen. Also er kann mit vielen Attacken killen gerade. Wollte ich damit sagen, 2-2, stets an Stocks und es geht weiter. Es ist sehr even. Wir haben gesehen, Bowser kann schnell Kills holen. Also bin ich mal gespannt. Also so ein, das ist gerade Winners Bracket. Wir starten bei der Top 8 nach Pools immer mit Winners, alle im Winners. Das heißt, keiner ist hier auf seinem letzten Leben. Niceface generiert gerade an der Edge immer sehr viel Damage auf Squallen. Squallen N. Oh, und da kommt die Bombe. War nicht stark, aber sehr weit entfernt von der Edge. Daher Kill. Aber auch jetzt, also 78%, ist schon fast in Kill-Range. Aber diese Optionen sind ein bisschen zu hektisch. Also direkt attacken. So kommt Bowser zwar irgendwie wieder on stage, aber wenn er gepunished wird jedes Mal, dann lohnt sich das nicht wirklich. Er kann viel Damage fressen, aber er muss auch nicht unnötig Damage fressen. Aha, mhm. Oh, killt noch nicht. Aber auch offstage ist Bowser nicht sicher. Er hat... Ah, und das killt. Ja, okay. Also, Rage Bowser. Mal schauen. Jetzt ist er erstmal wieder offstage. Mal schauen, ob er da wieder wegkommt. Okay, die Abi vielleicht? Nein, er macht es mit dem Up-Throw. An sich ein Combo-Throw, droppt die Combo, aber wollte auf den Damage gehen und wird dafür gekillt. Okay, also, das ist das 2-0 für Niceface. Aber wie gesagt, das ist nicht die letzte Chance, die Squallen hat, auch wenn er hier verliert. Also, einfach patient bleiben wäre mein Rat. Ja, aber es sind vor allem diese Edge-Optionen und diese Instant-Attack-Dinger, wenn er im Disadvantage ist, immer direkt Down-Air und sowas, dafür wird er am meisten gepunished. Das ist nicht leicht mit Bowser oder generell mit Heavies, aber da muss man auch ohne rauskommen. Da muss man immer reaktiv bleiben. Vielleicht kann ich ja den Stream auf meinem Handy anmachen, dann kann ich auch mit euch reden und könnt ihr mir zum Beispiel mal sagen, was ihr gerne on-Stream sehen wollt als nächstes. Ich höre schon eine Abi. Noch eine. Wird nicht gepunished. Viel Damage bekommt er aber dafür nicht. Wo habe ich hier Twitch? Da habe ich Twitch.
Okay, also Niceface holt sich hier den ersten Stock. Ich scrolle immer noch. Versuche den Channel zu finden. Da haben wir es. Sehr gut, also. Moin, Rob, was geht? Cool, Niklas gegen Niklas, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, also ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, was ihr gerne so als Begegnung, also schaut mal ins Bracket rein. Ihr könnt auch Ausrufezeichen Bracket machen. Genau, der Nightbot ist am Start. Deswegen könnt ihr euch das Bracket damit einfach so holen. Und ja, schaut mal ins Bracket, sagt mir mal, was ihr als nächstes sehen wollt. Im Moment läuft noch alles, aber einer von den Begegnungen wird mit Sicherheit bald zu Ende sein. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes bringen hier. Jetzt sind wir aber immer noch bei Niceface Squallen. Und im Moment ist es even. Nur muss... Oh, sehr gut gemacht gerade von Squallen, aber da kommt er, glaube ich, nicht mehr ran. Doch! Nein! Okay... Niceface hat da das letzte Wort. Da funkt Skeddy. Ah, ich glaube, die spielen gerade schon. Jetzt sind, also alle, die grün sind, sind halt schon am Spielen. Die sind gerade in between Games. Ich weiß nicht, wer das erste gewonnen hat. Ja, Skeddy auf jeden Fall immer für einen Hype-Moment zu haben. Genauso wie Niceface hier mit der Down Air. Holt sich das Set 3-0. Macht keine Späße. Und ist jetzt eine Runde weiter. Das ist schon Winner Semifinals also für ihn.